Hallo meine lieben Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe des Football Managers 2018. Wir haben das letzte Spiel gewonnen, ein sehr wichtiges Spiel auswärts gegen Rasenballsport Leipzig mit 2:1. Wir hatten teilweise Glück, dass wir noch nicht in Rückstand waren. Dann gab es einen Doppelschlag innerhalb von 8 Minuten durch Mahmoud Dahoud, ich glaube nach einem Eckball war das, und Christian Pulisic, sodass wir ein 2:0 geführt haben und kurz vor der Halbzeit kam dann der verdiente Anschlusstreffer von Yusuf Poulsen. An sich kann man sagen, mit etwas Glück hätten wir verloren, aber ich fand den Sieg jetzt nicht unbedingt unverdient, sagen wir es mal so. Leipzig hatte eine sehr gute Phase, aber dann war es ein ausgeglichenes Spiel und am Ende kann man sagen, ja, unentschieden wäre wahrscheinlich das verdiente Ergebnis gewesen, aber ich nehme das natürlich sehr gerne mit. Man of the Match wurde mal wieder, wer auch sonst, Rafael Guerreiro, der einfach eine überragende Saison spielt. Wir haben am häufigsten Spieler des Spiels, Guerreiro mit 5 Mal, das ist schon enorm. Und so konnten wir natürlich die Leipziger auf Distanz halten, jetzt 13 Punkte. Also wir brauchen mindestens 5 Spiele, um das aufzuholen. Wird nicht einfach für die. Ja, und jetzt kommen 2 Heimspiele gegen Freiburg und Hannover. Freiburg ist 13. Hannover 96 ist 7. Natürlich ist unser Anspruch, beide Spiele zu gewinnen. Aber bevor wir an die Spiele gehen, müsste ich erstmal wieder auf Kommentare eingehen. Vor allem auf Talente, die mir angeboten wurden. Und zwar Grönefeld von Brügge. Arnaud Danjuma. Ich denke mal, dass damit dieser Spieler gemeint ist. Arnaud Danjuma Grönefeld, okay. Also auf den ersten Blick. Okay, ist ein guter Flügelspieler auf jeden Fall. Schnell, technisch versiert, kann gut flanken, anscheinend Ecken, Dribbling. Haut mich trotzdem nicht ganz vom Hocker, vor allem auf den Positionen. Brauchen wir nicht unbedingt welche. Trotzdem gucke ich mir sehr gerne an. Dann Pietro Pellegri. Haben wir den uns nicht schon angeguckt? Pietro Pellegri. Nee, den haben wir noch nicht gescoutet. Hat einen geringen Marktwert. Je nachdem, ob wir Glück haben, können wir ihn eventuell für sehr wenig Geld kriegen, ne? Dann hat er natürlich noch Willem Golbis angesprochen, den haben wir ja schon gescoutet. Ist aber sehr teuer. Trotzdem würde ich gerne versuchen, ihn zu verpflichten. Ich meine, why not? Wir haben ja Geld. 20 Millionen würde ich sogar machen. Aber vielleicht auch erst zum Saisonende, genau. Dazu Mates Vila von Benfica. Miles Vila, genau. Den die das auch nicht verkaufen wollen, ist ein talentierter Torhüter, aber wäre noch keiner für jetzt, sondern für die Zukunft. Ja, ich will es erstmal noch mit Golbis versuchen, aber man darf halt nicht vergessen, wir haben halt Isak. Ist ein sehr guter Spieler. Von daher nicht Pellegri, sondern Pellegri. So. Ja, sehr gerne mal scouten. Dass ich den noch nicht gescoutet habe, wundert mich eigentlich. Hab ich wohl vergessen. Vergessen. Na ja, gut. Moment, spielt denn auch Golbis bei denen immer hin und wieder? U19. Dass sie den in U19 lassen, unfassbar, ne? Na gut, nicht wirklich. Wurde zwar mal eingewechselt, aber das war's. Ja, den will ich auf jeden Fall haben. Einfach aus, beziehungsweise wegen guten Erfahrungen beim 2018er Let's Play. Hoffenheim Heimspiel gegen Bayern. Ist nicht einfach für die Münchner. Ein 1:1, wieder ein sehr gutes Ergebnis für uns. 14 Punkte auf Hoffenheim, 7 Punkte Vorsprung vor den Bayern. Also, das kann sich sehen lassen. Wie ich schon bereits in älteren Folgen gesagt habe, nicht nur in der Realität läuft es gut für den BVB, sondern auch hier. Scouting von Lisiero. Aber man sieht kein so großes Talent. Coelho, Alexis Coelho. Interessant. Ist sehr zielstrebig. Okay. Guter Flügelspieler und Dribbling 15, Flanken 13, Technik 16. Wollen die nicht verkaufen, aber ich finde, man kann es mal versuchen, einfach mal. Eine Ausstiegsklausel von 10 Millionen. Das will ich nicht unbedingt ausgeben. Vor allem, ich will nicht jetzt 100 Millionen im ersten Jahr ausgeben, nur für Talente.
Weil erstens können nicht alle spielen und zweitens, warum? Ja, Julian Lopez nicht. Gut. Nicht. Der Julian Lopez. So, der Sportclub aus Freiburg gegen die Borussia in der Realität ja vor ein paar Tagen erst mit 2:0 gewonnen haben. Gianluca Gaetano. Ah, okay. Die könnte man sogar kriegen für 3,9 bis 7 Millionen. Aber bin ich jetzt nicht unbedingt so von überzeugt. Beziehungsweise brauche ich es nicht unbedingt. Ich will die wohl viel Goldes haben wollen. Ich denke mal, bestimmt mindestens 50, wenn nicht sogar 60, 70 Millionen, kann ich mir vorstellen in den heutigen Fußballzeiten. Komm, ich schaue mal kurz. Wie heißt nochmal Gaetano an? Vergleiche ihn mit Mario Götze. Okay. Dass er besser ist, ist mir klar. Ich will nur wissen, um wie viel. Nee. Oder? Aber für so wenig Geld kann man es doch versuchen. Aber wir haben ja Sergio Gomez für die Position, stimmt. Nee, wir haben Sergio Gomez. Und Mario Götze, den habe ich ja nicht irgendwie aufgegeben. Das spielt zwar nicht gut, aber man kann es ja immerhin weiter versuchen mit Mario. Er ist ein klasse Spieler, der einfach Probleme hat, vielleicht das auf den Platz zu bringen, aber Weltklasse ist er immer noch. Auch hier von den Fähigkeiten her. Wird abgelehnt. Machen wir mal 5 Millionen. Ja, für Cuello wäre ich vielleicht sogar bereit, diese 10 Millionen Euro zu zahlen. 67 Millionen. Ja, tut mir leid, aber so sehr ich Willem auch mag, möchte ich jetzt noch nicht 67 Millionen für so einen Spieler bezahlen. Tut mir leid. Ach, nur eine Prellung, zum Glück. Victor Nelson. Scheint sehr talentiert zu sein. Innenverteidiger brauchen wir eh nicht. Aber vielleicht als defensiver Mittelfeldspieler. Hat er sehr gute Fähigkeiten. Schaue ich mir gleich mal an. Ihre Gutierrez? Nein. Chilemark? Nein. Edin Dzeko sowieso nicht. Luka Ivanusek? Nope. Elif Elmas? Viel zu teuer. Nee. Ja, bei Nelson. Nee, brauchen wir jetzt auch nicht. Kann sagen, klar, Witz ist zwar schon 30, aber peu à peu. Man kann ja in der nächsten Saison oder in der Winterpause der nächsten Saison mal gucken. Jetzt haben wir auch endlich mal Spieltag heute, am Mittwoch, englische Woche in der Bundesliga. Birk ist wieder im Training, sehr schön. Nee, den hole ich mir nicht. Gut, Weigel verletzt. Beziehungsweise angeschlagen, aber wird auf jeden Fall nicht spielen.
Delaney's auch, hat auch noch ein Virus. Und sie will jetzt nicht mit zwei zentralen Mittelfeldspielern agieren. Kann jemand von denen? Ja, Diallo kann das, sehr gut. Dann tue ich mal Diallo auf die Position und da bekommt Zagadou rein. Auf die Bank würde ich dann, Lincoln ist immer noch weg. Ansonsten hätte ich eventuell überlegt, ihn reinzutun. Aber so haben wir Jan-Aurel Bissek. Dafür. Moment, der Rest. Markus Wolf für Christian. Mare Götze für Marco. Torlin auf die Bank. Piszczek, den Hakimi beginnt für Piszczek. So, dann wollen wir mal. Ein bisschen rotiert, aber das können wir uns, glaube ich, erlauben. Und wir haben ja nicht gerade unwichtige Spiele in den nächsten Wochen. Champions League, Pokal, etc. Und allen voran natürlich die Bundesliga. So, er ist natürlich der Verteidiger. Und der Hut der etwas offensivere Spieler. Versuchen wir es mal mit dem offensiven Mittelfeldspiel heute. Mario. Vielleicht schafft er mit dieser Spielerrolle ein etwas besseres Spiel abzuliefern. Gut aufgepasst von Akanji. Diallo mit einem sehr schönen Pass auf Jayden. Wow. Was für ein Weltklasse-Pass von Abdou Diallo. Okay, der Abdou zeigt, er ist auf jeden Fall auch eine Option fürs defensive Mittelfeld mit seinem Passspiel. Krass. Das war nicht schlecht, Abdou. Aber dann auch direkt genommen von Jayden mit links. Mit seinem vermeintlich schwächeren Fuß. Nicht schlecht, nicht schlecht. Birki, bisschen unsicher. Da wurden wir gerade gut unter Druck gesetzt von den Freiburgern, aber wir klären das. Schöner Ball direkt raus auf Paco. Paco mit dem Lupfer? Oder was auch immer. Schon eingesagt mit der Riesenchance um 2:0. Punkt. Das war's dann aber auch. Guerreiro, ach. Das war gefährlich. Eine Haaresbreite. Schönes Zusammenspiel. Marcus Wolf mit der Chance zum 2:0. Ein sehr langgezogener Freistoß. Eckball von Guerreiro. Bleibt trotzdem irgendwie am Ball. Paco. Ach, gut. Viel rumgewurschtel. Kein Ertrag. In Sachen Tore. Der Hut. Mit dem schönen Versuch. Bleibt trotzdem Ball. Auch der Hut mit dem zweiten Fehlpass. Gut, das war jetzt nicht unbedingt gut. Zweimal. Aber solange die Freiburger da aus keinen Ertrag erzielen können, da Hut noch mit dem nächsten Fehlpass. Drei Fehlpasse hintereinander. Und Rave mit dem 1:1. Okay. Ein dreifacher Patzer von Mahmoud, der Hut. Mahmoud, der Hut. Das war jetzt wirklich überhaupt nicht gut. Also noch mehr Geschenke sollte man denen auch nicht geben. Schön raus auf Paco.
Mann, abseits, trotzdem sehr schön gemacht. Komm, ein bisschen aggressiver pressen. Da vorne. Wir sind zwar die bessere Mannschaft, aber schaffen es keinen Ertrag zu erzielen, wollte ich gerade sagen. Aber Jaden denkt sich so, holt mal Bier, warte noch, bevor du deinen Satz zu Ende sprichst. Ich mach kurz mal das 2:0. Dieser Jaden, der ist nicht nur in der Realität unfassbar, auch hier. Mit seinen 18 Jahren. Krasser Spieler einfach nur. So, einen Moment, ich muss mal kurz einen Schnitt machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Muss da kurz telefonieren. Aber habe ja alles weggeschnitten von daher. Ich hoffe, jetzt habe es weggeschnitten. Ansonsten habt ihr jetzt hier 15, 16 Minuten das Bild gesehen. Ein bisschen blöd. So, kommen wir zurück zum Spiel. Bloß nicht selbstzufrieden werden. Ach, okay. Der Hut Wolf hier am Meckern nur. Spielen nicht immer gut. Sind unzufrieden, schlechte Körpersprache, nee, nee, nee. Also ich habe ja schon eine bessere Arbeitsmoral erwartet, nee. Ich mach bitte früh das 3:1, ich würde gerne ein bisschen rotieren hier. Oh, Konter. Aber Kanji, passt auf, Guerrero mit einem klasse Pass auf, Paco, Paco, mach ihn! Bitte. Aber das tut er nicht. Na gut. Vielleicht ist er jetzt. Mario Götze mit dem Kopf. Paco Dahoud. 3:1. Sehr schön. Nicht nachgelassen. Jetzt können wir ein bisschen rotieren. Philipp braucht ja ein bisschen Spielpraxis. Zu den rein wie Mario nicht. Den braucht ja auch noch ein bisschen Spielpraxis. Paco kann raus. Dann kann man noch Guerrero schonen. Jeremy Tolian kommt rein. Und gleich eventuell Sergio Gomez für Mahmoud Dahoud. Das werden wir auf jeden Fall nicht aus der Hand geben. Der Kanji wieder gut aufgepasst. Und Wolf mit einem verlorenen Zweikampf. Tolian, schön. Aber Freiburg kriegt den zweiten Ball. Trotzdem machen die nichts daraus. Mario mit einem gewonnenen Kopfballduell und Diallo wieder mit einem Zuckerpass raus auf Marius Wolf. Philipp, ach, knapp drüber. Mir gefällt Diallo auf der Position, muss ich schon sagen. Defensiv stark und kann gute Bälle nach vorne spielen. Ist auf jeden Fall eine Option. Gut zu wissen, dass man ihn hat. Eventuell, wenn Witze mal noch mehr in die Jahre kommt, kann man ihn ja da aufstellen. Und dafür einen neuen Innenverteidiger holen oder Zagadou schon auf ein Niveau gebracht haben, tun müssen sollten. Boah, Höfler. Okay, zur Stelle. Dass man eventuell dann Zagadou in Innenverteidigung tut und Diallo weiter nach vorne. Aber das ist Zukunftsmusik, Zukunftsmusik und Zukunftsmusik. Philipp wurde gefoult, sehr schön. Also schön, weil das Zeit bringt. Mario sieht schön. Hakimi draußen. Zweiter Versuch von Achraf. Vielleicht direkt aufs Tor, aber leider nicht ins Tor. Toller mit einem schönen Pass raus auf Jaden. Die Flanke war jetzt nicht überragend. War das gerade ein Blitz? Uiuiui. Wie ich gerade sehe, die Bayern spielen gerade anscheinend nur unentschieden. Das wären wieder 2 Punkte mehr Vorsprung, die wir hätten. Also 10 an der Zahl jetzt. Wäre schon, ja. Nach 20 Spieltagen
10 Punkte Vorsprung. Das ist ein Polster. Na, 18 Spieltage, sorry. Da holt schön raus auf Philipp. Kimi. Geblockt, schade. Vorteil für die Freiburger. Birki zur Stelle. An sich sind wir hinten ja schon recht sicher. Haben zwar ein Tor kassiert, aufgrund von 3 Fehlpässen hintereinander von Daoud. Aber ansonsten bin ich auch mit der Defensivleistung heute sehr zufrieden. Diallo, komm! Ach. Ein Tor wäre verdient. Aber schon die Nachspielzeit, das wird locker zum Sieg reichen. So, Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 3:1 gegen SC Freiburg. Holen damit den nächsten Sieg. Jadon Sancho wurde mit 2 Toren Man of the Match. Note von 9,1. Glückwunsch. Diallo sehr gut gespielt aus. Defensiver Mittelfeldspieler mit einer 8,0 und einer Torvorlage. Eine Weltklasse-Torvorlage. Ja. Oh, ich habe nur 2-mal gewechselt. Ach nee, Mano. Ich hab's komplett vergessen einfach. Na gut. Sei es drum, nicht so schlimm. So, vielen Dank fürs Zusehen. Morgen geht's dann weiter mit dem nächsten Heimspiel wieder in der Bundesliga, dann gegen Hannover 96. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.